Top 4, Haushaltsrecht und Toll Collect. Der letzte verbleibende Bieter hat ein 3-Milliarden-Angebot für den Betrieb des Mautsystems abgegeben. Nur 2 Milliarden waren aber vom Haushaltsgesetzgeber, dem Bundestag, bestätigt worden. Deshalb musste man diese 1 Milliarde irgendwie wegbekommen. Hat dann in Geheimgesprächen darüber gesprochen, wie das gehen kann. Letztlich sind diese Kosten natürlich trotzdem aufgelaufen. Man hat sie nur im Vertrag geschickt versteckt, Kosten vertuscht, verlagert. Und das alles ohne Information an den Haushaltsgesetzgeber, sprich an das Parlament. Die Toll Collect sollte privatisiert werden. Dafür gab es auch Erlöse im Haushalt. Stattdessen hat der Bund sie extra gekauft, verstaatlicht, um hier Kosten rüberzuschieben. 144 Millionen Euro. Andere Leistungen wurden zu nicht marktüblichen Konditionen erbracht. Also ein Staatsunternehmen wurde extra geschaffen, um die Pkw-Maut zu retten.